Hallo meine Lieben, da bin ich wieder zu einem Video und zwar zu einem kleinen Tausch. Beziehungsweise die liebe Anja hat mir ein paar Sachen aus dem Action besorgt. Und ja, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Und natürlich hat sie mir auch noch so Sachen eingepackt, wie zum Beispiel diese coolen, tollen Wandsticker mit dem Eiffelturm. Ich weiß jetzt nur nicht, wo ich das mir draufklebe, weil an meiner Tür habe ich ja schon was und ich glaube, auf Raufasertapete hebt es nicht. Steht da was drauf? Nein, da steht nichts drauf, aber ich glaube, ich hatte auch schon mal welche und die hat auf jeden Fall nicht dran geklebt. Mal gucken, wo ich das mir hinmache. Dann hat sie mir diese Hülle, nicht Hülle, wie heißt das? Schutzfolie für mein Tablet besorgt, weil ich habe mir ja auch welche gekauft, habt ihr ja in meinem letzten Action-Haul gesehen, aber ich habe leider die falsche gekauft. Ja, mal gucken, ob die passt. Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Dann hat sie mir nochmal diese Blöcke besorgt. Und ja, ich liebe sie. Egal, ich könnte die zehnfach haben, weil da ist so schönes Papier drin. Ich zeige euch mal meine Lieblingsmotive. Also einmal das. Das mag ich überhaupt nicht. Dann, das ist auch schön. Das ist sehr schön. Und jetzt kommt's. Das ist doch traumhaft schön, oder? Ich habe ja da schon mir ein Album von gebastelt. Ich möchte noch mal eins basteln. Ich denke mal, ich werde das so, dieses Papier mit Paris und Blumen und werde ich vielleicht für das für mein Papa sein Album machen. Mit den Erinnerungsbildern. Mein Papa war ja Franzose und ja. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mir die besorgt hast. Und im Gegenzug habe ich natürlich hier auch Sachen besorgt. Aber wir bezahlen uns das immer gegenseitig. Außer die Sachen, die ich dazu sage, wo sie mir dazu eingepackt hat. Und zwar einmal diese Schuletiketten. Die sind aber nicht für mich. Die sind für meine Nichte. Die ist ja in der ersten Klasse und ich denke mal, die wird sich das super mega freuen. Und dann hat sie mir noch meine Lieblingssticker eingepackt. Und zwar einmal diese mit Schmetterlinge. Moment, die hat mir noch eingepackt. Und zwar diese mit den Waldtieren und diese Federn. Ich liebe sie ja. Wer die hat, schreibt mich an. Federn, egal welche. Ich liebe diese Sticker, weil die gibt es ja nicht mehr im Teddy. Leider. Dann hat sie mir die neuen Clearstamps besorgt. Und zweimal hier mit den Eulen. Ich finde die traumhaft. Oh, ich finde die so süß. Und so toll. Schaut mal. Natürlich mit Kaktussen. Die sollten mal wieder einbringen mit Paris. Mit einem Eiffelturm. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Dann hat sie mir zwei Winnie-Pooh-Blöcke eingepackt. Ich liebe ja IA. Ich vergötte ihn, aber allein dieses Papier ist schon traumhaft schön. Ich glaube, da werde ich auch ein Album von machen. Und hier, schaut mal. Das kann man sich gerade so in einen Bilderrahmen reinpacken und aufhängen. Ich finde es so zuckersüß. Hier, schaut mal, oder das. Das ist so ein treuloser Esel. Wie ich es manchmal auch bin, ganz ehrlich. Und hier, das mit Winnie Pooh. Winnie Pooh ist generell toll. Ein Tigger. Ja, und hier sind sie nochmal alle zusammen. Und den hat sie mir zweimal eingepackt. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann hat sie mir die neuen Stanzen besorgt. Und zwar einmal diese. Diese. Ich finde die traumhaft schön. Und mit Herzen. Und vor allem die mit Herzen finde ich schön, weil ich habe schon so welche mit in Rund, aber halt andere. Und davon kann man halt auch nie genug kriegen. Da sage ich dir mal vielen lieben Dank. Dann hat sie mir diese hier eingepackt. Mit Sonnenblumen und Marienkäfer. Mal gucken, was ich daraus Schönes bastel. Dankeschön.
Dann hat sie mir so Paillettenset eingepackt und diese Sterne sind ja mal traumhaft schön hier. Die hier oben. Die liebe Annie hat ja auch einen YouTube-Kanal. Ihren Kanal verlinke ich euch natürlich wie immer, aber meistens auch unter jedem Video in der Infobox, weil ich finde, sie hat mehr Abos verdient, als sie hat. Und dann habe ich diesen tollen Blog gesehen in einem Action Hall. Und ich liebe ja Traumfänger. Ich habe eine ganze Sammlung von Traumfängern an meinem Bett hängen. Und ich liebe dieses Papier, das ist wunderschön. Also das hätte ich auch gerne noch ein, zwei, drei, vier Mal haben. Weil einmal für mich zum Behalten und dann um zu verbasteln. Wo ist es denn? Da. Ich finde es wunderschön. Ich finde den Block generell wunderschön. Und ich finde, die Blöcke sind auch dicker geworden. Ist da jetzt mehr Papier drin? 5 mal 10 Designs. Ja, vorhin waren da, glaube ich. Ah, ich habe hier. Nee, das ist ein Teddy-Block, was ich hier liegen habe. Ja, finde ich richtig, richtig cool. Dankeschön. Dann hat sie mir hier 3D Pearl Paints eingepackt. Die benutze ich ja gern für mein Harz. Dann hat sie mich gefragt, ob ich diese Aufbewahrungsboxen haben möchte. Das sind so mit. Moment. So, ich kann es jetzt euch gar nicht so richtig zeigen. Mit so Teilen. Und ich glaube, ich werde dann meine Sticker einsortieren. Und in einer Box auf jeden Fall. Die hat sie mir einmal hier so in grün. Und dann hier einmal so in der Form eingepackt. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich diese Silikonform haben möchte. Und da schauen wir mal rein. Ich habe sie noch nicht angeschaut. Herzform geht ja immer, dachte ich mir. Und sie macht momentan nicht wirklich hart. Und ich ja schon. Jetzt mache ich halt gerade ein bisschen Pause. Wow. Das ist ja mal wirklich eine wunderschöne Herzform. Also finde ich jetzt zumindest. Was sagt ihr? Ja. Die finde ich richtig toll. Vielen lieben Dank. Auch wenn ich jetzt anbauen darf, weil ich wirklich keinen Platz mehr habe. Ich muss echt meine Silikonform mal ausmisten. Und zwar die, wo ich wirklich nicht mehr brauche oder nicht benutze. Weil ich teilweise ja wirklich nur dieselben nutze, die dann entweder verkaufe oder verschenke. Mal gucken. Vielen lieben Dank dafür. Und dann hat sie mir noch zwei Bayern-Kalender eingepackt. Ich arbeite ja bei Müller und. Ja, ich habe keine mehr ergattert zum halben Preis, wo wir die für halben Preis hatten. Und sie hat mir welche mitgebracht. Hier ist Alaba, Robben, Vidal, Tolisso, Coman, Rafinha, Hummels, Rudi. Das ist mein Liebling. Nach Schweinsteiger ist das mein Liebling. Das ist Kimmich. Dann James, Bernat, Süle. Neuer ist gar nicht dabei, sehe ich gerade. Neuer ist nicht dabei. Wie kommt dann das? Jetzt bin ich aber traurig. Naja, egal. Auf jeden Fall freue ich mich selber den Kalender. Den werde ich verbasteln. Und dann haben wir noch. Zum Schluss diesen riesen Kalender. Hier, auch von Bayern. Ich dachte schon, wieso. Ah, schaut mal. Da hat sich noch so ein Filzding hinten dran versteckt. Ist da Neuer dabei? Tatsache, da ist Neuer auch nicht dabei. 4, 8, 12, ja. Da ist auch Hummels, Ribéry, Robben. James, Bernat, Martinez, Coman, Thiago, Kimmich, Tolisso, Müller und Lewandowski. Ja, ich bin jetzt so ein eingefleischter Bayern-Fan. Und sie hat halt dann an mich gedacht. Mal gucken, wo ich den hinhängen werde, weil der ist riesig. Ja, mein Liebling. Ich meine, Müller ist auch mein Liebling. Wo ist er denn? Hier. Im November.
Und im Dezember, Lewandowski ist auch ein toller Fußballer. Ja. Richtig, richtig cool. Mal gucken, was ich damit mache. Entweder hänge ich mir ihn hier irgendwo auf. Oder ja, ich denke mal, ich hänge ihn da über die Wand. Mal schauen. Ja, das war mein kleines, aber feiner Tausch bzw. Einkauf bei der lieben Anja. Schaut bei ihr vorbei und lasst ihr einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss. Da bin ich noch schnell. Ich habe was vergessen zu zeigen. Und zwar habe ich diese zwei hier noch gesehen in dem Karton. Und das sind so kleine Fläschchen, da kann man Kleber oder so reinfüllen. Da möchte ich gern auch mal was ausprobieren. Und dann hat sie mir noch diesen Lip Balm eingepackt. Total cool, den werde ich mir hier oben aufhängen. Und ja, das war's aber jetzt. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!